Es ist so herrlich, heute in Ihre jungen, strahlenden Gesichter zu blicken an diesem verheißungsvollen Tag. Ich bin Dr. Volumnia Gall, Ihre oberste Spielmacherin, zuständig für das Kriegsministerium und sämtliche ihm unterstellten Bereiche. Ich habe mich heute von meinem Labor losgerissen und nehme Sie unter die Lupe, die Anführer der nächsten Generation. Selbst meine Zeit ist irgendwann mal abgelaufen. Und aus diesem Grunde fällt mir nun die Ehre zu, Ihnen den Schöpfer der Hungerspiele höchstpersönlich vorzustellen. Dekan Keska Highwater. Ausgewählte Schüler, liebes Kollegium und natürlich Dr. Gall. Zum 10. jährlichen Tag der Ernte habe ich Sie heute alle hier versammelt. Wir wählen wie üblich 2 Kinder aus jedem Distrikt aus, die bei den Hungerspielen in unserer Arena bis zum Tode kämpfen müssen. Er sabotiert uns. Das Mädchen wird nicht gewinnen. Du hast sie gesehen, sie ist unterernährt. Sie ist labil. Der Dekan sagte, es geht nicht nur ums Gewinnen. Es geht immer nur ums Gewinnen. Wenn schon nicht die Spiele, dann die Zuschauer. Lucy Gray überlebt nicht eine Minute in der Arena. Deshalb zählt für uns jede Sekunde davor. Ich sag ihr, sie soll wieder singen. Ich würde keinen Ton singen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Ich würde gar nichts machen. Es sei denn, ich könnte dir vertrauen. Sie ist aus einem Distrikt. Sie weiß, dass wir sie hassen und sie will uns tot sehen. Wie soll ich da bitte ihr Vertrauen gewinnen? Stell dir mal vor, es wäre dein Name gezogen worden und man hätte dich verschleppt und hergebracht. Ich würde wissen wollen, dass es hier jemanden gibt, dem noch etwas an mir liegt. Übergehe sie nicht wegen ihrer Herkunft, Corio. Du hast vielleicht mehr mit ihr gemeinsam, als du glaubst. Lucy Gray Bad. Mal sehen, wie du dich daraus singst, Lucy Gray. Was ist das für ein Kleid? Ist sie eine Art Clown? Lucy Gray. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Es tut mir leid. Mr. Snow. Nach allem, was Sie draußen in der Welt gesehen haben. Was ist der Sinn und Zweck der Hungerspiele? Die Hungerspiele dienen zur Bestrafung der Distrikte. Diese Tribute haben keine Wahl. Ihre Aufgabe ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden. Wir sind live. Immer lächeln. Dafür haben wir Zähne. Stell dir vor, es wäre dein Name gezogen worden. Ich würde wissen wollen, dass ich irgendwem wichtig bin. Dass ich noch wertvoll bin. Willkommen im Kapitol. Du solltest nicht hier sein, wie es scheint. Sollte ich auch nicht. Aber ich bin dein Mentor. Ein Rebell. Ich werde dich hier rausbringen. Sie wollen Menschen beschützen. Dann müssen sie akzeptieren, was die Menschen sind. Und was es braucht, sie zu beherrschen. Jetzt lassen Sie mal den berühmten Snowschen Schach spielen. Ich glaube, du bist ein guter Mensch, Cary Elena Snow. Ich habe gesehen, was der Krieg aus Menschen macht. Die Panik davor, zur Beute zu werden. Sehen Sie, wie schnell sie Raubtiere aus uns macht. Meine Feinde sollen sehen, wie ein Regenbogen der Vernichtung die Welt verschlingt. Ihr seid Monster! Alle miteinander! Ja. Ihr Glück mit diesem armen kleinen Singvogel. Wo ist sie? Das ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse bringen uns Menschen oftmals um den Verstand. Thank you.
Mr. Snow, ich frage Sie ein allerletztes Mal. Was ist der Sinn und Zweck der Hungerspiele? Es sind die Dinge, die uns am allermeisten bedeuten, die uns zerstören. Es ist mir eine Ehre, euch den Schöpfer der Hungerspiele höchstpersönlich vorzustellen. Dekan Casca Highbottom. Ich habe euch alle zum 10. jährlichen Tag der Ernte versammelt, an dem wir aus jedem Distrikt 2 Kinder auswählen, um bei den Hungerspielen bis zum Tode zu kämpfen. Aus Distrikt 12, Lucy Gray Bear. Dieses Jahr gibt es eine Änderung. Ihre Aufgabe als Mentor, Mr. Snow, ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden. Was macht mein Mentor, außer mir Rosen zu bringen? Ich gebe mir Mühe, dir den Rücken zu stärken. Du willst mir in dieser Arena den Rücken stärken? Dann glaub erst mal daran, dass ich gewinne. Ich bin Lucky Flickerman, allererster Moderator der Hungerspiele. Genießen Sie die Show. 5, 4, 3, 2, 1. Genießen Sie die Show. Lauf! Genießen Sie die Show. Siehst du, was da drin geschieht? Wie schnell unsere Panik davor, zur Beute zu werden, Raubtiere aus uns macht. Wie schnell die Zivilisation verpufft. Von Natur aus wohnt in uns allen das Gute. Wir können die Grenze zum Bösen übertreten. Oder nicht. Hörst du das, mein Junge? Dieses Geräusch macht Schnee, wenn er fällt. Wie wunderbar, dass wir dabei sein dürfen, wenn jemand zum letzten Mal auftritt. Es geht nicht bloß um Siegen. Es geht einfach immer um Siegen. Ihr seid Monster! Alle miteinander! Stillgestanden! Es sind die Dinge, die uns am allermeisten bedeuten, die uns zerstören.